Das ist doch ein Bild, wie es schöner kaum sein kann. Man geht auf dem Via Francigena den Pilgerweg und findet den guten Hirten mit seiner Herde. Ich bin nun schon 2 Tage auf dem Heimweg. Und Heimweg macht die Beine schwer. Das merke ich ganz deutlich. Jede Stunde die Überlegung, warum tust du dir das noch an? Warum willst du noch im Zelt schlafen? Du könntest doch jetzt schon zu Hause sein. Dein Ziel hast du doch erreicht. Und es ist so ähnlich, als wenn man den falschen Weg gegangen ist. Man merkt es ja erstmal nicht. Man geht den falschen Weg und der Rucksack trägt sich ganz normal. Und dann bemerkt man, oh, man ist 4 Kilometer in die falsche Richtung gegangen. Und diese 4 Kilometer zurück, die sind doppelt schwer. Der Rucksack tut auf einmal weh. Es zieht allen alles nach unten. Die Beine, die Füße sind viel schwerer. Es ist dann erst wieder gut, wenn man den richtigen Weg wieder erreicht hat. Ja, die Psychologie spielt eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob ich sie austricksen kann, die Psychologie. Und dann doch genießen kann. Letzte Nacht habe ich glücklicherweise in einem Pilgerherberge übernachtet, weil der Wetterbericht so Sturm, Regen, Gewitter lastig war, mit so großer Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dessen doch nicht nachts nass in meinem Zelt bergen wollte. Und auch hier wieder das Glück, es klappte sofort. Sofort der Ort, wo ich hin wollte, natürlich Via Francesco, in eine alte, stillgelegte Franziskanerabtei. Hatte ich sogar ein Einzelzimmer mit guter Aussicht und habe dann nachts wohlig im Schlafsack gerollt, dem Gewitter zuhören können und im Rauschen des Regens. Wie gut, dass es regnete. Gerade in Assisi hat es 2 Monate nicht geregnet und hier nördlich von Viterbo, also in Mittelitalien, sieht das kaum besser aus. Erstaunlich, wie grün viele, viele Bäume noch sind. Erstaunlich, dass nicht ein Waldbrand hier überall um sich gegriffen hat bei dieser Trockenheit. Ein Jahr lang schaffen ja das die Bäume ganz gut, so ein trockenes Jahr zu überstehen. Hoffentlich ist das nächste Jahr nicht so trocken. Der Weg da nicht so staubig, die Brombeeren nicht so eingestaubt. Hoffentlich, ja, gibt uns die Natur eine Chance, dass wir all das noch retten können, was wir so lieben und was unsere Lebensgrundlage ist. Ich gehe überschaubarer jetzt. Die 170 Kilometer, die jetzt noch vor mir liegen in diesen letzten 8 Tagen, die teile ich mir ein in Tagesetappen. In Tagesetappen von 25 Kilometer. Ich habe nicht viel zu tun währenddessen. Ich kann langsamer gehen. Wenn man langsamer geht, dann gibt es weniger Blasen, als wenn man zügig eine Schotterpiste hinunterrennt, weil man das Ziel noch erreichen will. Vielleicht ist das eine Lehre, dass jetzt auf den letzten Kilometern des Pilgerweges, meiner Pilgerzeit, meiner 40 Tage Pilgern, dass in dieser Zeit mir noch mehr Gelassenheit geschenkt wird. Nicht wollen müssen, sondern geschehen lassen.